Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur und endlich ist es soweit. Endlich zeige ich euch das ultimative Sandsturm-Team. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe extrem viele Kämpfe gemacht. Ich glaube mittlerweile 200 mit Sandsturm-Team. Ich stehe aktuell auf Platz 19.000 oder so. Hab eine extreme Winning-Streak aktuell, weil ich viel angepasst habe. Das hier ist jetzt das finale Sandsturm-Team. Ich glaube, viel mehr feinjustieren oder verbessern kann ich nicht. Ihr seht oben rechts auch den Like-Code, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt. Ich würde jetzt einmal durch alle Pokémon durchgehen, dass ihr genau wisst, wie ihr das spielt und ein bisschen was dazu sagen. Ansonsten lasst gerne ein Like auf dem Video und ein Follow auf den Kanal. Ich werde bestimmt auch mal das ein oder andere Highlight aus den Streams hochladen für euch. Oder kommt gerne in den Streams, wenn ihr da Fragen habt oder das Team mal in Action sehen wollt. Ich würde anfangen mal mit Despota, weil Despota ist eigentlich zu 95% immer im Lead, weil Despota Sandsturm settet. Ich bringe ganz selten nur noch Hippo, unter ganz seltenen Umständen, eigentlich immer Despota Lead, wegen dem Sandsturm mit zusammen Wolfrock. Aber auch nicht immer, manchmal auch mit Diktri, aber da komme ich gleich zu. Wichtig bei Despota, den hatte ich ja bis vor kurzem auf Terra Feuer, um Monetigo zu One-Hitten mit Feuerschlag. Aber aktuell machen mir Knackrax mit Erdbeben größere Probleme. Deswegen Terra Flug. Damit ist Kampf nicht mehr sehr effektiv und ich habe eine Immunität gegen Boden. Das ist sehr, sehr gut. Mit Terra Ausbruch seid ihr stark gegen Epitaph, weil dann eine Flugattacke daraus wird. Mit Feuerschlag seid ihr stark gegen jedes Pflanzen-Pokémon und gegen Monetigo und Stahl-Pokémon. Mit Ice Heap seid ihr gegen jedes Knackrack. Knackrack One-Hittet das. Ice Heap ist eine Vierfachschwäche. Knackrack ist One-Hit mit Ice Heap. Und ansonsten auch gegen Pflanze. Da könnt ihr aber auch Feuerschlag nehmen. Oder halt vor allen Dingen gegen die Drachen. Oder Steinhagel, vor allen Dingen mit Walschal. Ich habe hier ein frohes Wesen drauf, dass er halt wirklich schneller ist als alles. Mit Steinhagel ist er schneller als vieles. Und dann ganz oft mache ich Doppelsteinhagel mit Wolverock und Despota. Mega, mega nice. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir auf Wolfrock ein. Den habe ich seit kurzem im Team und der rasiert übertrieben rein. Wolfrock ist absolut das, also das MVP-Pokémon ganz, ganz oft, weil der unterschätzt wird von vielen und übel viel Schaden reinballert mit Lebenorb. Turbofelsen, eine Prio-Attacke. Ganz oft, wenn der Gegner nicht mit Knackrack leadet, mache ich auch Terra auf Wolfrock, damit Steinhagel noch mehr Schaden macht. Nahkampf für alle Trikefalo-Spieler, für alle Unlicht-Spieler, für Maskagato ist One-Hit, für Unlicht-, Stahl- und Kampf-Pokémon, Stein-Pokémon, ein sehr geiles, sehr geile Attacke. Steinkante macht übel viel Schaden und Turbofelsen, wie gesagt, eine Prio-Attacke, der haut richtig Schaden rein. Und ganz oft ist echt witzig, Doppelsteinhagel mit Despota und Wolfrock. Ich hatte heute zwei Games, wo die Gegner dann doppelt hintereinander zurückgeschreckt sind, das war echt witzig. Als nächstes würde ich sagen Gastrodon, den habe ich nur im Team für alle Wasser-Pokémon. Das heißt Delfinator, Bailando, ich habe einmal ein diesen Wummer gesehen. Also für alle Pokémon, für alle Teams, gegnerischen Teams mit einem Wasser-Pokémon drin. Den nehme ich dann immer auf dritte Stelle. Sollte der Gegner mit einem Wasser-Pokémon leaden, was sie mit dem Delfin meistens machen, dann mache ich einen Trade mit Gastrodon. Dann trifft Rollwende nicht und Gastrodon hat direkt plus 1 Spezialangriff durch Sturmsog. Und dann habe ich da Eissturm drauf, um die Inne zu senken. Antikraft, um Lucky vielleicht meine Werte zu erhöhen. Erdkräfte als Step-Attacke, um Schaden zu machen und Genesung, um zu überleben. Und Überreste drauf, weil der hat echt viel Leben hat. Und dann kommen wir direkt zu Diktri und Friedwurf. Die sind in the bag und die können immer richtig Schaden raushauen. Oft ist es so, dass ich mit Despota dann auf Flug bin und Wolfrock stirbt und dann bringe ich Diktri rein und mit Sandgewalt haue ich dann Erdbeben raus, weil Erdbeben dann Despota nicht trifft. Und mit Sandgewalt haut Erdbeben richtig gut Schaden raus. Ansonsten wieder Steinhagel-Steinhagel-Taktik, weil Diktri 120er Base-Init hat, ist sehr schnell. Tiefschlag für alle Gegner, die schneller sind bei einem Rückenwind oder zum Beispiel bei einem Bizarro-Raum. Und Gegenschlag, deswegen auch der Fokusgurt drauf. Diktri ist eine absolute Glaskanone.
Gegenschlag, sobald ihr 1 KP habt, Gegenschlag-Spam. Macht 200 Schaden, also hat eine 200 Base-Attack, der Gegenschlag dann. Sehr, sehr stark. Friedwurf versuche ich immer ganz am Ende reinzubringen, wegen letzte Ehre. Wenn Friedwurf das einzige Pokémon auf dem Feld ist, dann hat letzte Ehre eine Base-Stärke von 200. Schattenstoß als Prio-Attacke ist oft wichtig. Knuddler für Trikefalo, Vierfachschaden und auch gegen alle anderen Drachen und auch gegen Kampf-Pokémon. Und Psychobeißer, auch wichtig gegen Kampf- und Gift-Pokémon. Offensivweste, um nochmal ein bisschen hier Def hochzumachen. Ich zeige euch jetzt nicht die ganzen Trainingswerte, weil ihr habt ja den Leihcode, ihr könnt euch das einfach leihen. Wichtig ist, wie ihr damit spielt. Und als letztes Hippotoros. Hippotoros benutze ich aktuell echt wenig, aber Hippotoros war eigentlich mal so gedacht als Counter für Wasser-Pokémon, weil er Terra Wasser hat. Brauche ich aber eigentlich aktuell gar nicht mehr. Der wird wahrscheinlich demnächst auch ausgetauscht werden. Ich hatte den auch mal benutzt gegen Farmeeps, wegen Beulenhelm, weil Beulenhelm Farmeeps Scheißattacke da, wie heißt der nochmal? Mäuseplage countert. Ja, aber ich benutze ihn wirklich viel zu wenig. Eigentlich richtig geiles Pokémon, Hippotoros. Müsste mal schauen. Aber Despota aktuell immer im Lead. Despota mit Volvox am Anfang im Lead ist so, so nice. Und ja, das ist das Team. Ich bin mega, mega happy mit dem Team. Es macht mir ultra, ultra viel Spaß. Ich gewinne so 2 von 3 Games, wenn ich nicht wieder Missplays mache. Und lasst mal gerne in den Kommentaren mich wissen, wie ihr die Teams findet. Und was mich interessieren würde, ist, was ihr so an Off-Meta-Teams spielt. Also, welche Teams spielt ihr, die nicht Kramurks, Monetiro, Trikefalo, Knackrack sind, sondern richtig Off-Meta sind? Ich habe auch gerade das Gift-Team hochgeladen. Würde mich extrem interessieren. Und dann würde ich sagen, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Follow auf dem Kanal. Würde mich sehr freuen. Und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein.